So, liebe Boxfreunde, da bin ich schon wieder. Mal wieder mit einem Shortcut. Ihr hattet das ja vielleicht mitbekommen im letzten Podcast. Der liebe Nils ist in dieser Woche nicht da. Zwei Versionen gibt es, warum er nicht da ist. A, er ist in Area 51 und wurde da von den militärischen Truppen eingefangen und in ein FEMA-Camp gesteckt und wird dieser Tage noch einige Folter erleben. Oder Antwort B, er ist im Urlaub. Gewinnspieladresse dann in der Infobox, liebe Leute. Ja, eigentlich hätte ich ja gesagt, wenn wir das diese Woche nicht machen können, dann lassen wir es aber ausfallen auch und mache ich nichts mehr. Aber ich fand das anstehende Boxwochenende dann doch zu interessant, als dass man sich gar nicht dazu äußert. Wir haben ja da einen ganz großen Kampf auf Fox, wird der übertragen, beziehungsweise dort als Pay-Per-View angeboten in den USA. Errol Spence Jr. gegen Sean Porter, die Titelvereinigung im Weltergewicht, ist eine große Sache. Ich weiß gar nicht derzeit, ob das überhaupt in Deutschland übertragen wird. Ich glaube nicht, also zumindest Stand jetzt. Dann müsste man nochmal die Tage dann gucken, ob da vielleicht noch was kommt, ob sich The Zone doch nochmal bereit erklärt, um das Ganze zu übertragen. Da kann ich jetzt, ich gucke nochmal nach gerade, so live on tape. Aber scheint nichts derzeit geplant. Gut, kommen wir gleich auf das Thema zu sprechen, auf den großen Kampf. Zunächst aber noch ein paar Rückblicke auf das vergangene Wochenende, was ja nun wirklich nicht besonders stark war, deswegen will ich das relativ kurz fassen. Wir haben dort eine Veranstaltung gehabt an der Ostsee, Zinnowitz. Dort hat Björn Schicke geboxt gegen Ronny Mittag. Das Ganze um die deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht. Und das Ganze endete unentschieden. Wurde übertragen von Bild.de. Es stellte sich dann aber kurz davor heraus, dass es, man sich ein Bild Plus Abo holen musste, also 3,99 ausgeben musste, um diese Veranstaltung zu sehen. Davon habe ich dann mal abgesehen. Also das wollte ich dann doch nicht machen. Ja, deswegen kann ich zu dem Kampf nichts sagen, habe ihn schlichtweg nicht gesehen. Deswegen, sorry, tut mir leid. Auf der Undercard hat noch Fabian Thiemke unter anderem geboxt, das ist ein relativ großes Talent, war eine Veranstaltung von Argon Sports und er ist ja einer der Hoffnungsträger da. Evgenios Lazarides hat geboxt, Linier Perro, der kubanische Olympiateilnehmer, Schwergewichtler, hat dort eine MD nur erreicht, allerdings auch gegen einen guten Mann, gegen Pavel Doroschilov. Das ist schon ein riskanter Kampf gewesen für den dritten Profikampf, also so schlecht war das Ganze nicht. Außerdem hatten wir in Amerika, das war wahrscheinlich die beste Veranstaltung des Wochenendes in Kalifornien, in Bakersfield, da hatten wir einen Doubleheader. Thomas Dulorme hat den ungeschlagenen Weltergewichtler Terrell Williams über die Punkte besiegt. Außerdem hatten wir den Kampf, der ein bisschen deutlich spektakulärer war, nämlich Peter Quillen gegen Alfredo Angulo, die alten Schlachtkreuzer. Und ja, was soll man sagen? Alfredo Angulo hat es tatsächlich geschafft. Das alte Schlachtross hat Peter Quillen besiegt. Obwohl Peter Quillen mehr Treffer landen konnte, war Angulo der Peter Quillen mehrfach in Schwulitäten hatte und harte hatte Treffer landen können. Und ja, ist erschreckend, was aus Quillen geworden ist, der ja vor ein paar Jahren wirklich noch dann auch eine Gewichtsklasse weiter unten. Er wirklich ein ordentlicher Mann war, der da in der Top 5 dabei war. Jetzt denke ich, sollte man langsam drüber nachdenken, die Karriere zu beenden. Aber das war auch mehr oder weniger der Rückblick auf das, was so letztes Wochenende stattgefunden hat. Kevin Lerena hat in Afrika seinen EBO-Titel im Cruisergewicht verteidigt gegen Sefa Seferin durch Knockout in der dritten Runde. Das gab es auch noch. Ansonsten war nicht viel los. Was allerdings die letzten Tage so los war, war die Amateurweltmeisterschaft. Das Ganze in Russland, ich glaube, war das in St. Peter, in Ekaterinburg, genau, dort hat die stattgefunden.
Wir reden ja normalerweise im Podcast auch nicht so oft über das Amateurboxen bzw. das olympische Boxen. Aber in dem Fall, finde ich, war das nochmal angebracht. Ja, es wurde in mehreren Gewichtsklassen auch hier geboxt. Und ja, hat sich ein klares Bild natürlich abgezeichnet, immer wieder. Also es gab keine großen Überraschungen. Die Top-Nationen, die hier wieder abgeräumt haben, waren Usbekistan, Russland als Gastgeberland, Kasachstan und auch Kuba hat durchaus Erfolge feiern können. Ansonsten sah das nicht besonders beeindruckend aus, was die anderen Nationen geleistet haben. Also es ist schon ein Klassenunterschied da klar zu erkennen. USA hat eine Medaille abgeholt, eine Silbermedaille. Keyshawn Davis hat dort im Finale verloren gegen den Kubaner Andy Cruz. Ja, ist ganz klar auch ein Vorzeichen, wie es womöglich dann auch nächstes Jahr bei der Olympiade ablaufen wird. Hab jetzt nicht so viele Kämpfe auch gesehen. Ich habe hier und da was gesehen, auch die späteren Kämpfe. Interessant im Superschwergewicht Baku Diayalolov, der schon Profi ist, der hat 6 Profikämpfe, ist ungeschlagen und der fährt so zeitgleisig, ne? Er hat einmal seine Profikarriere und er will aber gleichzeitig auch noch zu Olympia im nächsten Jahr und hat dann halt diese Weltmeisterschaft auch mitgenommen und er hat sehr eindrucksvoll die Goldmedaille geholt. Starker Mann, großgewachsener Rechtsausleger, hat ja einen unfassbar brutalen Knockout, ich glaube im Viertelfinale erzielt, gegen den Amerikaner Richard Torres, von dem ich auch viel gehalten habe und von dem ich immer noch viel halte, aber in dem Fall wirklich eine brutale Bombe, die er da gefangen hat. Das war so das, was herausgestochen hat. Ansonsten, ja, Deutschland. Ich glaube, man sollte mal fast den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Man ist wieder mal leer ausgegangen, hat keine Medaille geholt. Lässt nichts Gutes ahnen für die Olympiade im nächsten Jahr. Muss sich einiges ändern. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich ein Erfolg, wenn wir nächstes Jahr mit einer Medaille rausgehen könnten, vielleicht wie 2016 der Artem Harutyunyan, der dann damals die Bronzemedaille geholt hat. Ansonsten sieht es schlecht aus. Zumindest bei den Herren, bei den Damen ist es ja noch eine andere Sache. Da haben wir ja mit Ornella Warner dann im nächsten Jahr vielleicht eine Dame oder Sarah Scheurich etc., die für Furore sorgen könnten. Ansonsten ernüchternd in dem Fall. Genau. Dann blicken wir mal voraus auf das, was kommt, so jetzt am Wochenende. Ist ja so schlecht nicht, muss man mal sagen. Es fängt an am Freitag. Eins der Top-Prospect im Schwergewicht kehrt zurück nach seinem starken Erfolg über Nathan Gorman im Duell der beiden Prospects, wo er ja eindrucksvoll durch TKO gewonnen hat. Daniel Dubois. Er boxt in der Royal Albert Hall mal wieder. Die ist jetzt so quasi reaktiviert worden als Austragungsstätte für Boxkämpfe. Dort trifft er auf den Ghana Ebenezer Tete. Wer kennt ihn nicht? Es geht um den vakanten Commonwealth-Titel. Sicherlich eine Übergangsstation für Dubois, der weiterhin aktiv bleibt. Ich hoffe auch, dass man ihn jetzt nicht dazu sehr pusht, sondern ihn gemächlich aufbaut. Er ist noch so jung, er ist gerade erst 22 geworden. Der hat alle Zeit der Welt, er hat große Anlagen und ich denke, wir werden ihn dann noch früh genug in den entsprechenden Kämpfen sehen, wo es dann ums Gold geht. So, also um das WM-Gold. Außerdem haben wir Nicola Adams im Co-Main-Event. Die wird ihren WBO-Titel im Fliegengewicht verteidigen gegen Maria Salinas. Ja, sicherlich keine Veranstaltung, die einem jetzt vom Hocker haut. Aber wer am Freitagabend nichts Besseres zu tun hat, dazu zähle ich manchmal auch, da darf sich das dann auch zu Gemüte führen. Gut. Bevor wir dann auf den Main Event kommen, lass uns das nochmal kurz hier abhaken. Bleiben wir in Deutschland. Dort wird im MDR geboxt. In der Magdeburger Stadthalle. Dort wird Tom Schwarz nach seiner, wie soll ich es ausdrücken, grandiosen Leistung gegen Tyson Fury in den Ring zurückkehren. Er trifft auf einen alten Bekannten, auf Ilya Mezentsev aus Hamburg. Es geht um den vakanten IBF-Titel in der IBF
International-Titel im Schwergewicht. Ja, was soll man dazu sagen? Mit Sensei, ich hatte ja auch schon drüber gesprochen, vor ein, zwei Wochen im Podcast, als der Kampf dann auch bekannt gegeben wurde. Ich weiß nicht, was ich von Sensei so groß halten soll, weil er sicherlich talentiert ist, aber in den letzten Jahren, seit dem ersten Kampf gegen Tom Schwarz, wo er vorzeitig verloren hat, hat er einfach keine signifikanten Kämpfe gehabt, wo er sich hätte groß weiterentwickeln können. Er hat gegen Journeyman geboxt, gegen Leute mit negativem Kampfrekord, die er dann zumeist auch vorzeitig besiegen konnte. Deswegen, ich kann nichts so sagen. Ich habe ihm auch ich weiß nur, dass er Sparring gemacht hat mit Michael Wallisch. Habe es nicht sehen können, leider, wie er da aussah. Deswegen, ja, ich denke, Tom Schwarz ist hier klarer Favorit. Vielleicht kann Mitzenzev ihm hier ein Schnippchen schlagen. Man weiß nicht, bei Tom Schwarz, wie hat er die Niederlage verkraftet gegen Fury, was hat er auch im Privatleben, hat da ist auch einiges jetzt abgelaufen. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber ich weiß nicht, wie er mental bei der Sache sein wird. Vielleicht könnte Mitzenzev hier für eine Überraschung sorgen. Ich sehe die Chancen dafür aber jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Undercard wurde letztens bekannt gegeben. Bei Boxer stehen die leider noch nicht drin. Ich habe es aber die Pressemitteilung gesehen, enttäuschend, muss man sagen. Also wir haben zwar alle großen Namen von SES sind dabei, quasi Adam Deines und Roman Fress, Peter Kadiro wird kämpfen, Tom Chemski, Michael Eifert, Elvis Temi, aber die alle halt allesamt gegen ja, Aufbaugegner, und zwar klare Aufbaugegner. Adam Deines boxt, glaube ich, auch gegen einen Mann mit einem negativen Kampfrekord. Ich weiß nicht, was das soll. Der hat zuletzt in Macau in einem WM-Eliminator geboxt. Warum er jetzt hier in so einem Duell ist, das ist für mich unverständlich. Es ist ja reine Showcase-Veranstaltung da. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Dann haben wir noch einen anderen Deutschen, ich hatte ihn eben erwähnt. Michael Wallisch, ja, der reist nach Nantes in Frankreich und trifft dort im Schwergewicht auf den Olympiasieger von 2016, Tony Yoka. Ja, ich habe mit Wallisch ja auch gesprochen in den letzten Wochen und auch Kontakt gehabt, habe im Sparring auch ein bisschen gesehen und er hatte ein bisschen längere Vorbereitungszeit und ja, ich denke mal, er wird da hinreisen, um zu gewinnen. Es ist natürlich eine schwere Aufgabe, das wissen wir, Tony Yoka. Er hat ja zuletzt auch klar gewonnen gegen Alexander Dimitrenko und ist sicherlich einer der besseren Heavyweight Prospects. Mal sehen, was sich Wallisch da wie Wallisch dich da verkaufen kann. Ich denke mal, dass er wird alles reinwerfen und eine Puncher's Chance hat er in jedem Fall. Das so viel steht fest. Ich glaube auch, dass Yoka nicht das beste Kinn hat. Also werden wir mal sehen, wie das aussieht. Auch das, ob wir das sehen werden, weiß ich nicht. Glaube also mein Kenntnisstand ist nicht nach nicht. Also wir müssen da auf etwaige Streams hoffen, was die Übertragung betrifft. Gut, dann hätten wir das abgehakt und dann kommen wir auf das Highlight des letzten. Nee, Quatsch, eine Sache habe ich noch. So passiert das manchmal. David Avanesian boxt auch am Wochenende gegen Kerman Leherrera. Das ist das Rematch um den Kampf, um die Europameisterschaft im Weltergewicht. Der erste Kampf hat er relativ überraschend Avanesian durch K.O. gewonnen, beziehungsweise TKO. In Kerman Lecharagas Heimat. Der Kampf wieder dort in Bilbao im Hexenkessel. Das ist ein gutes Duell. Bin gespannt, ob das wieder eine Wiederholung wird des ersten Kampfes oder ob Kerman Lecharaga sich hier besser darauf eingestellt hat. Ist natürlich nicht der variabelste Boxer. Ist halt jemand, der nach vorne marschiert und auch mit seiner Schlagkraft punktet. Wenn er hier wieder verliert, ich denke, dann ist das Projekt Lecharaga Richtung WM zunächst auf Eis gelegt. Ne? Das ist ein guter Kampf, man den sich angucken kann. Sicherlich schön, vor allem weil die Stimmung, ich hatte das angedeutet, in Bilbao sicherlich fantastisch sein wird. So, jetzt aber Hauptkampf, bester Kampf des Wochenendes, der Pay-Per-View-Kampf. Errol Spence Jr. gegen Sean Porter. WBC und IBF-Titel im Weltergewicht stehen auf dem Spiel, eine geile Ansetzung, denke ich. Vielleicht nicht das große, ganz große Duell im Weltergewicht, wo wir alle drauf hoffen. Das ist mir natürlich Errol Spence gegen Terence Crawford. Aber ich denke mal, aufgrund der Lage der Promoter
können wir da noch eine Weile drauf warten. Wahrscheinlich mindestens bis Ende nächsten Jahres, wenn nicht noch länger. Das ist leider so. Aber auch hier eine interessante Ansetzung, ein guter Test für Errol Spence sicherlich, der zuletzt einen sehr, sehr einfachen Kampf hatte gegen Mikey Garcia, der ja nicht zum Siegen kam und aber auch physisch stark unterlegen war. Jetzt Sean Porter ist jemand, der grundsätzlich ihm durchaus hier und da gefährlich werden könnte, weil Sean Porter eigentlich jemand ist, zumindest in seinen besten Zeiten immer jemand war, der wirklich nach vorne gehen konnte, der wühlen konnte, der gearbeitet hat, dem man sich kaum vom Leib halten konnte. Und dementsprechend könnte das vielleicht da ein bisschen knifflig werden. Es sei denn, Sean Porter tritt auf, wie er das zuletzt getan hat. Da hat er es ja eher versucht, auch über die boxerische Schiene zu kommen. Das heißt, versucht auch mal mit der Führhand und außen stehen und beweglich zu sein. Wenn er so boxt, dann wird er sehr, sehr schwer. Das ist klar. Da hat er durchaus einen schmeichelhaften Sieg auch errungen gegen Jordanes Ugas zuletzt. Wenn er so auftritt, dann hat er keine Chance. Das sage ich auch ganz klar. Dann wird Errol Spence ihn auseinander pflücken. Ich weiß nicht, ob er ihn vorzeitig besiegt, weil Sean Porter durchaus jemand ist, der sehr, sehr viel wegstecken kann. Aber dann wird das eine Tracht Prügel. Wenn wir den Sean Porter von vor 3-4 Jahren sehen, der wirklich konsequent diesen hohen Output fahren kann, dann haben wir einen Kampf, der interessant ist. Was auch interessant ist allerdings, das muss man auch sagen, ich konnte bisher lange nicht in Erfahrung bringen, ob Errol Spence und Sean Porter von der WADA getestet worden für diesen Kampf. Das steht noch so im Raum. Es gibt keine offizielle Meldung diesbezüglich. Ja, es gibt im Sommer, Anfang Juni wurde bekannt, dass beide WADA-Tests machen, aber nicht, es kam keine Meldung in Bezug auf den Kampf. Jetzt. Ja. Und warum sage ich das? WADA-Programm, es ist, die WADA arbeitet da ja mit der WBC zusammen, mit dem WBC zusammen, so, mit dem World Boxing Council. Ja, Sean Porter ist der Titelträger. So, eigentlich müsste er dann deswegen ja verpflichtet sein, WADA-Tests zu machen, in einem bestimmten Zeitraum vor diesem Kampf. Sollte das nicht der Fall sein, und da hoffe ich auch mal auf die amerikanischen Kollegen vor Ort, dass dort entsprechende Fragen gestellt werden. Gab es denn WADA-Tests? Und auch, dass ein Suleiman, ja, der Maurice Suleiman von WBC, dass die dann mal klar angesprochen werden, ob es denn da entsprechende Tests gab. Wenn nicht, zeigt das immer wieder, was man von diesem Clean Boxing Program halten kann. Dann macht man sich natürlich dann lächerlich. Also ist interessant, wie das so abläuft im Boxsport. Sehr intransparent auch diese ganze Nummer. Man hat keine klare, also auf die Homepage, da findet man nichts so Wirkliches vom Clean Boxing Program. Man muss auf den Twitter-Account gehen von der WBC, da kommen dann teilweise die Nachrichten und kommen sie auch nicht. Also es ist sehr undurchsichtig und oder es ist zumindest bedenklich und man macht sich Gedanken, wie so ein Boxsport abläuft. Genau. Also ich freue mich riesig auf den Kampf. Ich denke, Spence ist der Favorit über die Punkte. Aber es ist sicherlich nochmal eine gute Verteidigung und dann hoffe ich mal irgendwann, dass es zum Kampf gegen Crawford kommt. Man würde sehen, ist so ein bisschen, die Konkurrenten haben sich so ein bisschen rausgekegelt. Ne? Thurman hat ja diese klare Niederlage auch einstecken müssen gegen Manny Pacquiao, hat sich jetzt wieder verletzt, ist für den Rest des Jahres auf Eis, wie man so hört. So die ganz großen Konkurrenten fehlen ja natürlich noch in einer Gewichtsklasse. Abgesehen ja von Crawford. Also wird man sehen, wie sich das jetzt auch in nächster Zeit entwickelt. Gut, dann haben wir im Co-Main-Event noch einen sehr interessanten Kampf. Wir haben dort Anthony Durrell, der verteidigt seinen WBC-Titel im Supermittelgewicht gegen den ehemaligen Titelträger, den eigentlich rechtmäßigen Titelträger, der den Titel aufgrund von Drogenproblemen abgegeben, nämlich David Benavides. Ja, für mich das größte Talent in der Gewichtsklasse. Und hier hat er einen guten Test vor der Nase. Anthony Durrell, sehr erfahrener Mann. Schöne Aufgabe, allerdings hat Durrell natürlich auch Glück gehabt in seinem letzten Kampf gegen Avni Yildirim, wo er sich sehr schwer getan hat, was ich nicht gedacht hätte im Vorfeld. Und ja, David Benavides, der ist jemand, der wahnsinnig Druck aufbauen kann mit seiner langen Führung, der sehr physisch sehr stark ist für die Gewichtsklasse und sehr hart hauen kann. Das wird ein Husarengriff für Durrell. Ich denke mal, dass Benavides diesen Kampf vorzeitig gewinnen wird und wir alten und neuen Weltmeister im Supermittelgewicht sehen werden. Ja, ansonsten auf der Undercard noch Mario Barrios im Superleichtgewicht gegen Batri Akhmedov. Es geht um den WBA
Titel im Superleichtgewicht. Ja, ist ja bekannt. Wer hat ihn denn zuletzt getragen? Was ist denn das? Was ist denn da schon wieder los? Ah ja. Ach so, es ist der reguläre Titel der WBA. Gut, der wurde, das ist ja vakant. Na gut. Auch ein interessanter, sicherlich ein ganz guter Undercard-Kampf. Mario Barrosch ungeschlagen in 24 Kämpfen und Akhmedov in 7 Kämpfen. Außerdem so ein Kampf zweier Schlachtrösser. Alter Bekannter, José Cito López gegen John Molina Jr. Wow. Lange dabei, beide viele Schlachten geschlagen und jetzt treffen sie aufeinander. Es wird sicherlich, das könnte ich mir vorstellen, ein unterhaltsamer Kampf, allerdings auch auf relativ überschaubarem Niveau. Ich denke, José Cito López dürfte der Favorit sein in diesem Kampf, nach vor allem nach seiner guten Leistung gegen Keith Thurman. Ansonsten auf der anderen Card noch einige andere Namen. Robert Guerrero, der Bruder von Marcos Maidana, Fabian Andres Maidana und einige andere. Kann man sich angucken. Muss man sich angucken. Die Veranstaltung ist sicherlich gut. Das Ganze im Staples Center von Los Angeles, Kalifornien. Genau. Ja, denke mal, haben wir einen kleinen Überblick über das, was ablaufen wird. Und dann sehen wir uns, denke ich, dann in der nächsten Woche wieder. Dann wieder mit Nils. Dann wieder nur Audio. Dann sonst würde ich sagen, könnt ihr uns folgen auf YouTube. Hier einfach mal abonnieren klicken und ansonsten findet man uns auf Facebook, auf unserer Homepage zdr-boxtalk.de, auf Apple Podcasts und auch auf Spotify. Dort einfach zwischen den Runden der Boxtalk eingeben, da findet man die regelmäßigen Podcasts von uns. So, ich verabschiede mich demnach und wünsche euch ein schönes Boxwochenende, was ja noch ein bisschen aussteht, aber es kommt hoffentlich schon bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.